Wenn wir die Erde retten, dann nur aus Versehen. Ich grüße dich von ganzem Herzen, du wundervolle Seele. Schön, dass du wieder dabei bist hier bei einer weiteren Folge auf dem Kanal Raise Your Frequency, erkenne dein Licht. Oder vielleicht bist du auch zum ersten Mal hier, dann begrüße ich dich auch von ganzem Herzen. Mein Name ist Philipp und ich befinde mich hier gerade am Mittelmeer. Diesmal bin ich aber nicht in Portugal, sondern auf Malta. Ich bin gerade viel unterwegs und genieße sehr das Reisen und das Unterwegssein. Mir wurde mal gesagt, dass für mich Ankommen bedeutet, unterwegs zu sein. Und seit ich also meinen Hausstand auf das Minimum begrenzt habe, macht mir dieser Lebensstil auch sehr viel Spaß. Und es ist so wundervoll. Goethe hat schon gesagt, Reisen bildet, und so stelle ich das auch immer wieder fest. Es tut so gut, verschiedene Kulturen, Mentalitäten kennenzulernen, einfach mal was anderes zu sehen. Das erweitert den Geist, das lässt die Seele fliegen. Und so darf ich dich auch abermals hier an meinem Glück teilhaben lassen mit dem wunderschönen Meer hier im Hintergrund. Und jetzt kommt auch die Sonne wieder raus. Ich habe mir diese Kluft angelegt, gerade zusammengewürfelt. Hier oben ist eigentlich als Schutz gedacht, weil ich war heute schon sehr lange in der Sonne, damit ich keinen Sonnenschutzstich bekomme. Und das hier habe ich mir von einer Freundin geborgt, weil es jetzt so windig geworden ist. Und wie dem auch sei, heute möchte ich mit dir gerne über das Thema sprechen: Wenn wir die Welt retten, dann nur aus Versehen. Wir machen noch ein kurzes Intro-Video und dann starten wir durch. Bis gleich. Ja, du Lieber oder du Liebe, ich hoffe, es geht dir gut und du kommst gut mit den momentanen Herausforderungen zurecht. Es ist ja komplett individuell, was das Leben gerade an Prüfungen offenbart. In der Regel ist es momentan schon so, dass viele Menschen gerade das Wasser bis hier steht und sie nicht wissen, wie es wirklich weitergehen kann und wird. Und naja, dann gibt es die Menschen, die sich schon seit vielen Jahren mit dieser Thematik befasst haben, die schon vor vielen Jahren begonnen haben, das Zepter in die Hand zu nehmen und ihr Leben selber zu steuern und zu regulieren. Und all denen fällt es vermutlich wesentlich leichter, jetzt durch diese Zeit zu kommen. Aber ich muss auch selber von mir sprechen. Also ich wirke zwar jetzt vielleicht ganz lichtvoll und strahlend, aber es kommt auch echt viel an die Oberfläche und es will sich ganz viel angeschaut werden. Und es ist auf jeden Fall, ich muss mich echt viel rausnehmen und ich bin extrem dankbar, dass ich mir auch so viel Raum und Zeit nehmen kann, wirklich um meine innere Arbeit zu machen, sonst wüsste ich gar nicht, wie ich hier zurechtkommen könnte. Also ich merke auch, meine Seele hat mich sicherlich vorbereitet oder stellt mich in einem gewissen Maße auch frei, damit ich diesen Raum habe, und darum kann man wirklich auch bitten, ja. Man muss nicht immer Vollgas durch die Wand und ja, das Leben wird dir ohnehin immer nur genau das kredenzen, was du gerade bereit bist zu absolvieren. Das heißt, nicht verzagen, sondern wenn es gerade happig ist, dann sag einfach Danke. Danke, liebes Leben. Danke, dass ich jetzt schon so viel Kraft habe, dass ich scheinbar mit so viel umgehen kann, ja, dass ich so viel tragen kann und so viel jetzt verarbeiten kann. Und das ist ja auch immer eine Riesenchance. Ich versuche immer wieder, es so zu sehen, dass es einfach eine riesengroße Chance ist. Und ja, ich möchte gerne, bevor wir tiefer tauchen, gerne noch ein paar Termine ankündigen. Ich vergesse das immer wieder. Und zwar bin ich mit der wunderbaren Danielle Janard zweimal verabredet dieses Jahr. Und zwar einmal im Juni und einmal im August. Einmal sind wir in der Nähe von Bremen und einmal im Süden in der Nähe von Kisleck. Und wir haben dort ein Seminar für dich vorbereitet unter dem Titel Dein neues Ich, tauche ein in dein wahres Selbst. Wir Menschen sind jetzt an der Schwelle. Wir befinden uns meines Erachtens in dem Zeitalter der Apokalypse. Es ist jetzt das jüngste Gericht ist jetzt da. Es ist die Zeit der Abrechnung und es scheidet sich die Spreu vom Weizen, ohne dass ich das bewerten möchte. Es ist einfach nur so, es gibt definitiv mehrere Richtungen und es muss jetzt jeder eigenverantwortlich wählen. Und die Idee dahinter ist wirklich, wie ein Schmetterling in der Metamorphose einfach das Alte abzulegen, wirklich
ganz und gar jetzt in diese Kokon-Phase vielleicht nochmal reinzugehen, um dann wirklich sich auszubreiten und alles hinabzuwerfen, was nicht mehr dir entspricht. Und da ist so vieles, wo wir uns immer noch so sehr festklammern an dem Alten, ja. Ich merke das immer wieder, wenn ich mich umblicke und viele sagen, ja, sie wollen, aber gleichzeitig ist immer noch dieser Drang nach Sicherheit ist immer noch so groß. Und es ist auch ganz normal und da darf man auch ganz achtsam und liebevoll mit sich sein, muss man sogar, weil sonst mit Druck kommt man auf keinen Fall dort raus. Also es ist ganz viel innere Kindheilung, die ansteht. Es ist wirklich das Hauptaugenmerk sollte wirklich immer wieder auf dem inneren Kind liegen, dass man schaut, dass es dem gut geht, dass man eine Beziehung zu diesem Kind herstellt. Genau, also all das und vieles mehr wird Teil dieses Seminars sein. Danielle arbeitet ja medial. Wir werden immer wieder Botschaften von der geistigen Welt empfangen. Wir werden zusammen Meditation machen. Wir werden zusammen Wildkräuterführungen machen. Denn auch das, die neue Zeit fordert von uns, dass wir uns wieder mit der Natur verbinden, dass wir wieder, ja, dass wir in naher Zukunft Gemeinschaften bilden, autarke Dörfer. Und ich plane übrigens an der Stelle auch einen Workshop. Vielleicht habe ich sogar geschafft, ihn, bis ich das Video rausbringe, zu veröffentlichen. Ich mache das komplett auf Spendenbasis, ein Workshop zur Supervision, wie Gemeinschaftsbildung stattfinden kann. Das wird also am Chiemsee im Jonathan stattfinden. Du zahlst nur Spende für das Seminar, musst halt die Unterkunft begleichen und Kost und Logis. Und jeder gibt, was er möchte, dann für das Wochenendseminar. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ja, ansonsten machen wir bei dem Neues Ich-Seminar zusammen Yoga. Wir werden zusammen lachen, wir werden zusammen weinen. Es ist wirklich auch einige Übungen, damit du in die Souveränität kommst. Denn das ist auch so ein Manko, dass wir einfach nicht Nein sagen können. Es ist so wichtig, dass wir klare Grenzen setzen, dass wir wieder ja, unser eigener Souverän werden. Das und vieles mehr erwartet dich in diesem wunderbaren Seminar. Ich freue mich schon außerordentlich darauf. Auch ich bin bis dato Danielle noch gar nicht live begegnet. Ich freue mich total, ihr mal zu begegnen und das zusammen einfach das Leben auch zu feiern. Es ist so wichtig und damit können wir gerne jetzt zu dem eigentlichen Thema dieses Videos kommen. Das passt sehr gut, das Leben zu feiern. Wenn wir die Welt retten, dann nur aus Versehen. Was meine ich damit? Diesen Satz habe ich übrigens von Equiano. Vielen Dank dafür. Ich weiß nicht, ob du Equiano kennst. Ich liebe ihn. Er macht so wundervolle Interviews. Es ist einfach nur diese Weisheit gepaart mit dieser kindlichen, mit diesem kindlichen Gutgläubigen, mit diesem reinen Herzen. Das ist wunderbar. Und genau darum geht es. Wir sind so verbissen. Wir nehmen alles so ernst. Und an irgendeiner Stelle ist es auch ernst. Man muss das Leben auch ernst nehmen. Also es ist nicht sinnvoll, albern zu sein durchweg. Da muss ich mich auch immer wieder am Schlawittchen packen, denn ich neige dazu, immer wieder auch albern zu sein und Späße zu machen. Das ist bis zu einem gewissen Maße okay. Aber was ich meine, ist wirklich diese kindliche Freude und diese kindliche Neugierde, die es braucht. Das heißt, es ist wirklich so wichtig, dass das Herz rein wird, dass wir wirklich dieses innere Kind wieder in uns einladen. Denn so, wenn wir aus diesem Mangel Angstgedächtnis, Angstbewusstsein, was wir hier oben pflegen, schon seit so langer Zeit, nicht rauskommen, dann werden wir sicherlich keine heile neue Welt kreieren. Ich habe jetzt gerade gestern einen Kommentar unter meinem Video bekommen über den etwaigen Dritten Weltkrieg, falls du es noch nicht gesehen haben solltest, ich werde es hier verlinken, wo ich über die Prophezeiung von Alois Ehlmeier gesprochen habe. Da hat einer gesagt, so richtig rumgestänkert und ja, dann lass dich doch zwangsimpfen, wir gehen alle den Bach runter, du mit deinem Pseudogerede oder wie auch immer. Und das ist genau das, was ich meine, also diese andere Seite, wo man dann denkt so, oh mein Gott, und wir müssen jetzt handeln und schnell, und das ist wirklich genau die Haltung, mit der nichts Positives bei rumkommt. Ich meine, diese Erfahrung muss man vielleicht mal machen. Und ich habe auch lange Zeit aus der Angst agiert, weil ich einfach beispielsweise Existenzängste hatte. Und dann habe ich mir den Arsch aufgerissen, damit ich Geld verdiene. So. Und das hat dann auch echt relativ gut geklappt. Ja, ich meine, die viele Arbeit hat sich auch bewährt und gelohnt. Ich denke auch, dass Fleiß, also ohne Fleiß auch kein Preis. Es fliegen einem nicht wie im Schlaraffenland die gebratenen Tauben in den Mund. Man muss was tun, aber eben nicht aus diesem
oh mein Gott, wir sind dem Untergang geweiht, sondern aus dem, wow, schau dir diese Welt an, schau mal, jedes kleine Kind, was eine Sandburg gebaut hat und dann seinen Eltern zeigt, schau mal, was ich gemacht habe. Und das ist diese Energie, das ist genau diese Energie, die wir brauchen. Und egal wie, welchen Alters, egal querweg durch alle Altersklassen und Generationen, brauchen wir genau diese Energie. Das ist diese Energie des reinen Herzens. Das Herz muss immer ein ganz junges, kleines Kind bleiben. Das heißt, es darf nicht nachtragend sein, es vergibt ganz schnell, es ist super neugierig, es ist begeisterungsfähig, es hat Lust zu spielen, zu entdecken, Abenteuer zu erleben. Genau das ist diese Energie. Und der Verstand, das habe ich übrigens von Mikhail Ivanov, er ist wirklich der größte Meister überhaupt. Ich feiere ihn so sehr. Ich danke dir, Omram, für dein Werk, was du hier hinterlassen hast. Ich kann wirklich jedem nur so sehr ans Herz legen, sich mit dieser Einweihungslehre zu beschäftigen. Dort wirst du nach und nach, wenn du dich dort ein bisschen mit befasst und einliest, alles an Wissen dir aneignen, was du brauchst, um wirklich den ganzen Kosmos zu erobern und zu durchdringen und mit ihm zu verschmelzen. Also der Verstand muss ganz alt werden. Der Verstand soll ganz, ganz alt werden. Das Herz muss immer ganz, ganz jung bleiben. Und das ist dann diese wundervolle Kombination aus Weisheit und aus Liebe, aus dieser juvenilen Freude und Liebe. Und das ist genau das, was wir brauchen. Das Herz muss rein wie ein Kristall sein. Ich spreche vielleicht mal das hohe Ideal. Das ist also auch ein Gebet, was in der Bruderschaft immer wieder rezitiert wird von Mikhail Ivanov oder sogar von seinem Meister noch Peter Doinov. Das lautet in etwa so, oder das lautet genau so: Das Herz sei rein wie ein Kristall, der Verstand leuchtend wie die Sonne, die Seele weit wie das All und der Geist mächtig wie Gott und eins mit Gott. Und darin wirkt wirklich alles auch so viel drin. Und es sind immer diese einfachen Sachen, die so viel Tiefe haben. Da steckt so viel drin. Und das wirklich zu verinnerlichen, zu verstehen, was damit gemeint ist und es dadurch zu manifestieren, das Herz zu reinigen, den Verstand zum Leuchten zu bringen. Es ist das Licht, was uns fehlt. Es ist immer das Licht, der Mangel an Licht, die Unwissenheit, die uns zu Fall bringt, die Katastrophe herbeiführt. Und vielleicht nochmal, also sollte es zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommen, sei es so. Ich habe dem Guten, der mir das kommentiert hat, auch nochmal unter das Video dann geschrieben oder geantwortet. Diese Einstellung hilft uns ja am Ende auch nicht weiter. Also was ist seines Erachtens das Beste, was wir jetzt tun sollten? Aus dem Mangel heraus erschaffen wir immer nur noch weiteren Mangel. Wir müssen Frieden schließen. Das ist das, was die Welt jetzt braucht. Und ich blende vielleicht nochmal dieses Symbol ein von der Ganzheit der Plejade, der Kreis mit dem Punkt in der Mitte. Das bringt heilenden Frieden. Schau dir das immer wieder an und sag dir dabei Frieden, Frieden. Schau dir das Meer an, geh in die Sonne, atme tief über dein Zwerchfell ein und aus. Das sind die einfachen Dinge und das ist alles, was es braucht tatsächlich. Die Präsenz im Hier und Jetzt, das Ankommen in deinem Körper, das Gebet, das hingebungsvolle Gebet wirklich. Gott ist in dir, du bist ein Teil von ihm und das ist alles, was wir wirklich verstehen müssen. Das ist das, was wir fühlen müssen und dann ist alles geritzt. Dann gehst du mit verschlossenen Augen durchs Minenfeld, weil Gott ist in dir, du bist geschützt. Du bist im Licht, dir kann nichts passieren. Und es ist ohnehin nur ein riesengroßer Traum, es ist eine Illusion. Deshalb genieß sie. Im Kurs im Wundern steht drin, in etwa aus der Ewigkeit kam irgendwann mal diese eine Wahnidee und über diese Wahnidee, das war quasi diese Wahnidee, in die Trennung zu gehen, dieses Spiel hier, was wir gerade betreiben, und der Menschensohn vergaß zu lachen über diesen Wahnwitz, den wir hier betreiben. Wir betreiben das jetzt schon so lange, über so langen Zeitraum hinweg und es ist wunderbar, das Spiel ist grandios und trotzdem entspricht es eben in keinster Weise oder an vielen Stellen entspricht es halt gar nicht diesem Göttlichen. Es sind zwar die gleichen Prinzipien, Gesetzmäßigkeiten, auf denen es basiert, aber um 180 Grad gedreht. Das ist quasi diese luziferische Schöpfung, das ist die Dualität. Und aus der gilt es wieder herauszukommen, indem wir die Reise nach innen antreten, indem wir unser Herz reinigen. Also,
bau Sandburgen und zeig sie deinen Freunden und zeig ihnen, was du Tolles gebaut hast. Und ja, wenn wir die Welt retten, dann nur aus Versehen. Das ist mein Wort für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Komm gerne zu einem der Seminare. Es gibt auch noch weitere Termine. Ich wollte jetzt hier nicht den Bogen überspannen. Ich bin nicht sehr sonderlich gut darin, für mich selber zu werben. Das stelle ich immer wieder fest. Aber wenn dir die Energie hier gefällt, wenn du Lust hast, dass wir uns mal persönlich begegnen, würde ich mich sehr, sehr freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. Und ansonsten hoffe ich, wünsche ich dir von Herzen das Allerbeste, dir und deinen Liebsten. Wir bahnen den Weg, wir ebnen den Weg in das neue Zeitalter. Und es ist die beste Zeit, jetzt hier zu sein. Es ist die wichtigste Inkarnation in deiner gesamten Erdenreise hier, die du jetzt gerade vollziehst. Deshalb nutze deine Zeit sinnvoll. Nicht mehr als Couchpotato da hocken und gucken, was passiert und mal abwarten, was passiert, sondern mit dem Frieden, mit dem Eifer, mit dem kindlichen Eifer in die Tat umgehen, also das Ganze umsetzen. Und wenn du Hilfe brauchst, dann melde dich, wenn du nicht aus der Angst rauskommst. Es gibt so viele, die dir helfen können. Also, in diesem Sinne, bis immer gleich. Namaste, dein Philipp. Ciao.